Andere Spieler und dessen One-Timer. Jetzt aber diese Chance hier durch Weder. Weder! Shorthander für den EAC Olten. Der Schiria-F-Ersatz Dominik Weder trifft zum 1:0 in der zweiten Spielminute. Ritz, aber niemand zur Stelle. Jetzt sein Bruder Philipp Ritz. Schöner Pass hier in die Schnittstelle. Schwab! 2:0 für den EAC Olten. Robin Schwab, und ich hab's gesagt, das Secondary Scoring ist zurück. Und wir haben zwei Torschützen bis jetzt, Dominik Weder und jetzt Robin Schwab. Unglaubliche Geschichte. Schwarzenbach, unheimlich wichtig im Boxplay. Jetzt die Chance für Altdorfer und das ist das 1:2 für den EAC Kloten. Im Powerplay schlagen die Klotener zu, in Person von Niki Altdorfer. Endlich aus Sicht von Altdorfer sein erster Playoff-Punkt. Los. In der Mitte lauert Weder, aber das ist das 3:1 durch Philipp Ritz. Was ist das für eine Effizienz auf Seiten des EAC Olten und Philipp Ritz, der Mann mit dem Comeback. Kein Tor erzielt im Halbfinale. Wer weiß, vielleicht gelingt es mir heute. Was für eine Chance und das Tor, das gibt's doch gar nicht. Ramon Knellwolf, eben habe ich es noch gesagt. Und er also mit dem 2:3. Ich wollte gerade noch sagen, auch Altdorfer hatte im Halbfinale noch nicht getroffen. Mann, verschießt. Das gibt's doch auch nicht hier auf dieser anderen Seite. Jetzt aber, und das ist die Entscheidung. 4:2 für den EAC Olten. Gary Nunn mit der Entscheidung. Und die Oltener verkürzen die Serie auf 2.